Hallo, ich bin Kati. Der Kanal hier dreht sich um natürliche Selbstheilungskräfte, Bewusstwerdung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich arbeite als Heilpraktikerin in Leipzig und teile hier meine Erfahrungen und ja, möchte dir einfach unterstützend Dinge mit auf den Weg geben. Und heute geht es um eine Methode, die ich sehr, sehr, sehr gerne anwende, ist dir wahrscheinlich auch schon bekannt, der Weg des Kreises. Manitankwa, ein Indianer, der das auf der ganzen Welt verbreitet und es wird ein zweiteiliges Video. Im ersten Teil möchte ich die Grundlagen legen und im zweiten Teil noch ein paar ergänzende kleine Einzelteile, Teilmethoden davon dir vorstellen oder noch ein paar Hinweise geben, die die Arbeit vertiefen können. Aber erstmal ist es was, was ich in meiner Praxis und auch im Privaten mit Freunden sehr oft und sehr gerne mache, und zwar sich in Kreisen zusammenzusetzen und sich vom Herzen zu berichten. Also ich habe das in meiner Praxis viele Male als Herzkreis benannt. Also ich habe dann zum Herzkreis eingeladen. Viele kennen das als Redekreis oder Talking Stick Runden. Und ich möchte so ein bisschen erklären, warum man das macht und was das Schöne daran ist. Und wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die sehr, wo es sehr viel um Macht geht, sehr viel um Dominanz, um ja, viele sind als Einzelgänger unterwegs und wir kennen die Ellenbogengesellschaft und wir machen uns gegenseitig Druck oder viele Menschen fühlen sich unter Druck gesetzt, irgendwie sein zu müssen, irgendwas leisten zu müssen. Die Kommunikation ist oft sehr gewalttätig und unterdrückend. Ja, wir erfahren sehr oft Hierarchien. Wir leben in einer hierarchischen Gesellschaft und oft werden wir kritisch beäugt, wir kritisieren andere. Und ja, also Kritik ist auch was ganz natürlich in unserer Gesellschaft ist, was aber sich nicht so schön anfühlt. Und auch dies von oben herab zu behandeln, sei es jetzt von Eltern zu Kindern oder Lehrer zu Schülern. Ich unterrichte ja auch und kenne das sehr gut, diese Gefälle, die es da gibt, oder auch als Angestellter, ja, erlebt man das oft, dass man von oben herab behandelt wird. Das soll nicht heißen, dass ich meine Schüler von oben herab behandle. Ich versuche wirklich diese Idee von dem Kreisgedanken zu leben. Und ich glaube auch, dass mir das sehr gut gelingt. Und ja, Herrschaft, die Schwäche, das unterdrückende Prinzip ist sehr stark. Und diese Kreiskultur, dieser Kreisgedanke, der ist einfach etwas, das ja eine Alternative bietet, wie wir Menschen zusammenkommen können und miteinander sein können. Ich habe letztes Jahr beim Ancient Trends Festival mit organisiert und dort wird auch alles in Kreisstrukturen organisiert. Also man kann Unternehmen, Festivals wirklich in Kreisen organisieren. Gibt es mittlerweile einige Methoden. Und ich möchte jetzt einfach zu dem Talking Circle was sagen, zu dem Herzkreis. Und hier in diesen Kreisen geht es um Kooperation, es geht um Vertrauen, es geht darum, sich gegenseitig zu bestärken oder miteinander zu bestärken, eine Verbundenheit zu spüren, vom Herzen zu sprechen, herauszufinden, was liegt mir am Herzen, zu hören, was liegt den anderen am Herzen, was bewegt den anderen vom Herzen her. Es geht darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, auf Augenhöhe miteinander zu sein und zu merken, jeder ist wichtig, jede Ansicht ist wichtig, jede Lebensgeschichte ist wichtig und
wir begegnen uns mit Wohlwollen und unterstützen uns in dem, wie wir sind. Wir bestärken uns, wir zeigen Respekt für das, was der andere erlebt und ja, verwirklichen möchte. Wir ermutigen, der Kreis befähigt und es geht darum, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und wieder in unser Leben reinzuholen. Ja, mit den Menschen, die wir im Kreis sitzen und auch die, wenn wir dann rausgehen und denen wir begegnen. Und es ist total wichtig heutzutage, das Gefühl zu haben, gehört zu werden. Und einen Raum zu haben, wo wir uns mitteilen können. Und zwar nicht dieses oberflächliche, wie geht's dir, ja, mir geht's gut, sondern wie geht's mir wirklich? Was ist da in mir? Und ich habe es sehr oft erlebt, dass in diesen Kreisen Dinge zum Vorschein kamen, die in der Tiefe bei mir verborgen waren oder auch bei anderen. Ja, es ist immer wieder überraschend, was da so rauskommt, wenn ich in so einem Kreis sitze. Genau. Und ich möchte jetzt erzählen, wie sowas abläuft. Und zwar, einer spricht die Einladung aus. Also ich habe dann immer eingeladen zum Herzkreis und du brauchst einen geschützten Raum. Das heißt, wo niemand reinkommt dann in der Zeit, wo ihr da im Kreis sitzt. Und ein Kreis ist dann ein Kreis, wenn jede sehen kann. Und es ist gut, wenn die Handys ausgeschalten werden, also wenn man wirklich ungestört ist. Und es gibt ein Zentrum, zum Beispiel mit einer Kerze oder schönen kleinen Gegenständen, die dir wichtig sind. Und sobald die, also du brauchst ja, eine Uhr und einen Redegegenstand, ganz wichtig. Ganz typisch ist der Redestab. Das ist eher so das Geläufigste, was man so kennt. Aber mittlerweile du kannst jeden Gegenstand verwenden. Ich habe zum Beispiel bei uns ich habe immer so ein Wollknäuel gehabt, weil ich das irgendwie schön fand. Es war so ein rotes Knäuel, den roten Faden des Lebens. Das war so ein bisschen symbolisch und es war so weich in der Hand und so. Aber du kannst alles nehmen. Es kann ein Stein sein, es kann eine Muschel sein. Ich finde es schon schön, wenn es was Natürliches ist, aber es ist wirklich ganz egal, was da gerade da ist. Und genau. Am Anfang ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es darum geht, respektvoll miteinander umzugehen. Ich lade immer ein, vom Herzen zu sprechen, mache dann immer noch eine kleine Einstimmung. Und dann sind die Regeln so, dass der Einstieg in den Kreis ist dann so, dass es ist gut, wenn es was Bewusstes ist, also zum Beispiel du zündest die Kerze an und dann geht der Kreis los, um quasi einen Unterschied zu machen zwischen der Alltagswelt und diesem besonderen beschützten Raum. Und dann wenn die Regeln geklärt sind, also die Regeln sind folgende: die Person mit dem Redegegenstand redet, alle anderen hören zu. Und zwar nennt sich das exquisites Zuhören. Das ist was Besonderes, weil du in der Zeit, wo du zuhörst, dir nicht eine schlaue Antwort überlegst, dir nicht überlegen musst, was würdest du in der Situation tun, was könntest du dieser Person empfehlen, weil darum geht es gar nicht. In diesem Redekreis wird nicht Bezug genommen aufeinander, sondern wenn du sprichst, weißt du, es bleibt unkommentiert. Natürlich können deine Worte bei jemand anderen etwas anregen, ein eigenes Thema, aber wir nehmen im Redekreis nie direkt Bezug aufeinander, sondern es bleibt unkommentiert. Und du kannst reden und sprechen, worüber du möchtest. Es ist halt eine gute Möglichkeit,
emotionale Dinge anzusprechen und aus diesem Alltäglichen so rauszukommen, wo es halt so um Organisatorisches oft geht, ne? Und da ist der Raum für in deinen Emotionskörper zu schauen, nach innen zu schauen, was da ist. Genau, du weißt, dir wird niemand reinreden, solange du den Redegegenstand hast, da, wirst du nicht unterbrochen. Es kann, wenn du etwas ansprichst, was andere auch erleben oder so empfinden, kann es zum Beispiel mit einem Hey oder Ho oder mit einem Laut Zustimmung bekommen. Aber damit wäre ich auch sehr sparsam, weil das auch ja, den Redefluss unterbrechen kann. Aber wenn es vom Herzen kommt, kannst du es mit einem Laut unterstützen. Genau. Was gibt es noch? Ja, noch was zu diesem Redegegenstand. Da habe ich wirklich erlebt, dass das sehr kraftvoll und unterstützend ist, einen Redegegenstand festzuhalten, dass man sich dann Dinge traut auszusprechen, die man sich vielleicht sonst nicht auszusprechen trauen würde. Besonders merkt man das bei Redegegenständen, die schon viele Jahre in Gebrauch sind, die schon viele Male gehalten wurden und unterstützt haben. Das ist etwas sehr Magisches. Also es ist schön, wenn du immer denselben Gegenstand verwendest. Genau. Und wenn du als Zuhörerin gerade an der Reihe bist, als Zuhörer, dann ist es schön, wenn du wohlwollend und mit offenem Herzen zuhörst. Und versuchst den Richter, der da in deinem Kopf ganz automatisch immer wieder mal auftaucht, beruhigst und sagst, es gibt nichts zu richten. Einfach sein miteinander. Genau, und dann geht der Stab oder der Gegenstand, wird dann rumgereicht und eine Person nach der nächsten spricht. Es kann sein, dass dann noch eine zweite Runde, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, möglich ist. Und ja, also lade dich ein, das mal auszuprobieren. Der Redekreis ist wirklich sehr gemeinschaftsbildend, heilsam und ja, schafft wirklich ein Miteinander. Und wenn ihr euch regelmäßig trefft, dann könnt ihr die Wirkung immer mehr sich entfalten lassen. Und es ist so, so wichtig, heutzutage so ein Gefühl von Verbundenheit zu haben, ein Gefühl oder einen Ort zu haben, wo du so sein kannst, wie du bist. Und das kann dieser Redekreis dir bieten. Und vielleicht hast du Lust, selber einen zu initiieren. Und zwei Menschen sind auch schon ein Kreis. Also es kann klein anfangen und die Wirkung wird dann aus euch herausstrahlen und der Kreis wird immer größer werden. Da bin ich mir sicher. Und ja. Vielleicht hast du Lust, es auszuprobieren. Ich bin gespannt. Lass mir gerne einen Kommentar da, wie deine Erfahrungen sind, wenn du es mal ausprobiert hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns gleich im zweiten Video wiedersehen, wo ich nochmal ein paar genauere Infos zu anderen, ja, ergänzenden Regeln nochmal mit dir teile. Also viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald.